ist das erste BNT nach den 2 Jahren Corona. Wir werden, denke ich, im Laufe des BMT sicherlich auch darüber reden, dass wir uns eben mit einer neuen Qualität und Realität konfrontiert sehen in Forschung und Lehre und dass wir vielleicht mehr denn je gefordert sind, über unser Tun zu uns selbst und um zu uns selbst in Beziehung zu setzen oder uns eben als selbstreflexive Forschende auch zunehmend zu fragen, was denn unser Gegenstand ist, wie wir Methoden weiterentwickeln müssen und ob wir das können. Und die Idee mit diesem Aufsatz war es, nicht nur 5 Gütekriterien zu erstellen, das haben vor uns ja auch schon andere gemacht, sondern zu zeigen, dass die eigentlich in so einem dynamischen Wechselverhältnis stehen. Lessons learned ist, dass Methoden nicht einfach verlegbar sind. Und das zweite Stichwort, das viel ist, das der Hybridität. Und ich denke, genau das wird natürlich erhalten bleiben, dass wir es mit hybriden Settings zu tun haben. Die soziale Genese, was wird das bedeuten? Was wird das vielleicht auch bedeuten an einer Aufhebung, an bestimmten autoritären Prozessen, die damit in Deutung verbunden und verknüpft sind? Aber geht uns auch was verloren dabei? Ja, zeig mir doch einfach mal, wie es geht. Ich will einfach mal zugucken und davon lernen und dann aber auch wieder davon wegzugehen. Und dieses Wechselspiel, also ich finde, da hat uns schon, da wurde so ein bisschen mehr der Spot draufgelegt, dass man einfach nicht mehr so mit seiner Begeisterung fürs Fach und so, das kommt online nicht so rüber wie in Co-Präsenz. Da. Ne? Wir sehen ja alles und wir
ja, was soll ich da fotografieren, was Neues? Ja, also quasi das Tor, sie erst zu unterhalten und durch die Hintertür ihnen dabei zu zeigen, dass man analytisch was gewinnt. Der Beamer sagt, ich soll jetzt aufhören. Dann ist das doch ein schönes Ende. Wir werden uns wiedersehen 2023 zum 18. BMT, dann ist das BMT volljährig.